Bio-Lebensmittel trenden überall in Europa, besonders in Dänemark und Österreich. Alle greifen zu, der Absatz steigt enorm. Aber sind Bio-Lebensmittel wirklich besser für die Umwelt und für uns? Von Jahr zu Jahr steigt der Gewinn der Bioerzeuger. 2018 gaben die Konsumenten zum Beispiel in Deutschland fast 11 Milliarden Euro für Bio-Lebensmittel aus. Vor allem Discounter und der Einzelhandel erweiterten das Sortiment und steigerten den Umsatz. Bewusster Konsum und gesunde Lebensmittel sind vielen heute wichtiger als früher. Und da bekommt Biofood immer öfter den Vorzug. Erstmal eine gute Nachricht. Aber macht Bio wirklich alles besser? Gentechnik, chemische Pestizide und Dünger sind für alle Lebensmittel mit Bio-Label tabu. Stattdessen gilt Fruchtwechsel, Biodüngemittel und natürliche Pestizide. Das ist nachhaltig und gut für den Erhalt der Biodiversität, den Boden und das Grundwasser. Tiere werden nur im Notfall mit Antibiotika behandelt und die Haltungsbedingungen sind besser. Biobauern dürfen ihren Schweinen die Schwänze nicht kopieren und ein Masthuhn lebt in Ökolandwirtschaft doppelt so lange wie in konventioneller. Und Fleisch ist weltweit beliebt. Etwa 42 Kilogramm Fleisch pro Jahr und Kopf. Insgesamt 300 Millionen Tonnen verspeisen wir. Aber das Futter für so viele Schlachttiere muss erst einmal angebaut werden. Dafür braucht es viel Platz. Und da kommen wir auch schon zu den Nachteilen. Denn auf ökologisch bewirtschafteten Flächen sind die Erträge deutlich niedriger. Würde also weltweit auf Ökolandbau umgestellt, müssten deutlich mehr Wälder abgeholzt werden und auch die Bodenerosion würde zunehmen. Außerdem wird noch immer zu viel für die Tonne produziert. Die Welternährungsorganisation schätzt, dass rund ein Drittel aller Lebensmittel verschwendet wird. 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel jedes Jahr. Biologische Landwirtschaft ist nur dann umwelt- und klimafreundlicher als konventionelle, wenn sie regional ist. Europaweit und auch global wäre sie nur dann besser für die Umwelt und uns, wenn wir Ernährung und Konsumverhalten drastisch ändern. Und zwar die Mehrzahl der Menschen. Das bleibt vorerst aber nur Wunschdenken.